Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Wir sind auf dem Weg, hier diese Straße endlich mal frei zu machen von Suchenden und anderen Viechern, bisschen Skillpunkte zu sammeln und uns einen Weg nach Jakendal endlich mal zu bahnen. Dass wir auch endlich mal, ja, dort sind, die Quests mal machen können. Was haben wir denn da? Da leuchtet was. Auch eine Steintafel. Wie konnten wir diese Steintafel übersehen? So, was ist das? Hier 2, 2, 2, 3. 3, 2. Hier 1. Einhandkampf nochmal. Hier wir brauchen mehr von den Zweihandkampfdingern. Dann haben wir hier noch einen Lederbeutel. Und hier unten nochmal Lederbeutel. Echt jetzt, wie habe ich den übersehen gehabt? So, wollen wir vielleicht noch einmal ganz kurz zu Nefarius, bevor wir dahin weitergehen. Oder hier oben? Waren wir hier oben schon? Zu Nefarius auf jeden Fall die Ornamente mal vorbeibringen. Ich glaube, hier oben waren wir noch nicht. Und hier runterfallen will ich nicht. Nee, keine gute Idee. So, das heißt, erstmal hier wieder ganz normal runter. In der Hoffnung, dass ich das auch überlebe. So, ja, das überlebe ich. Wir gehen einmal zu Nefarius. Und sehen zu, dass wir das die Ornamente da abgeben. Stimmt, zur Not könnten wir ja auch hier oben demnächst mal pennen. Brauchen wir nicht einen allzu weiten Weg zurückzunehmen. Sollten wir gleich wieder den nächsten Suchenden kaputt machen wollen. So, ich gucke mal eben auf einen anderen Bildschirm, damit ich auch sehe, wo ich hin nicht laufe. Weil auf dem Bildschirm, auf dem Hauptmonitor von mir, ist das ein bisschen zu dunkel, aber OBS, das ist passend von der Helligkeit. So, warte, Hey, Riordan. du. Schon was Neues Schon herausgefunden? was Neues herausgefunden? Nicht wirklich. Komm später noch einmal zu mir. Wie sieht es mit Satsuras aus? Hat er Hey, noch was du. Neues? Kannst du mir etwas über Magie beibringen? Kannst du mir etwas über die Magie beibringen? Damit du noch mehr im magischen Gefüge herumfuschen kannst? Nein, für solche Späße habe ich jetzt keine Zeit. Okay, immer noch nicht. Muss ich vielleicht erstmal wirklich Nefarius die Dings hier geben? Die Ornamente. So, da hinten sehe ich jemanden laufen. Ach, sind zwei. Dann erstmal mit Kronos. Kannst du mir ein paar Ausrüstungsgegenstände verkaufen? Sag mir, was du brauchst. Ja, was hat er denn? 75 gibt das Ding. So. Was kann ich ihm andrehen? Hier. Pech kann ich ihm geben. Erzbrocken, die behalten wir. Hier Wolfsfelle. Zähne. Schafsfell. Fell eines Schattenläufers. Dann hier Krallen. Habe ich Ihnen was Falsches gegeben? Ich glaube nicht. Hier Bergkristall. Was ist mit denen? Die will er nicht.
Ich glaube, Verwandlung Vag brauchen wir nicht. Ich glaube, die brauchen wir nicht. Skelett erschaffen, Goblin-Skelett erschaffen. Komm, weg damit. Großer Feuersturm. Ich glaube, den könnten wir noch gebrauchen. Aber ich glaube, die Dinger brauchen wir nicht. Die Mana-Elixiere. Die nutzen wir ja nicht. Wir nutzen so selten Mana. Aber hier, leichte Armbrust können wir ihn andrehen. Das. Passt. Und dann gönnen wir uns die Dinger. Passt. So, wo ist der andere Kollege hin? Ist er in die Richtung gegangen? Ne. Wo ist er hingegangen? Da, Medorian. Hallo? Warte mal. Medarion. Kannst du mir etwas über die Magie beibringen? Wenn wir erstmal drüben sind, stehe ich dir zur Verfügung. Okay, der bringt mir nichts bei. So, gucken. Gibt's hier noch jemanden? Hier, er. Nix hier. Hey, du. Lehre mich die fremde Sprache. Lehre mich die fremde Sprache. Die Sprache der Bauern kennst du ja bereits. Die Sprache der Krieger ist schon etwas schwieriger. Texte, die in der Sprache der Krieger geschrieben wurden, handeln meistens von Waffen und dem Krieg. Du wirst einige für dich nützliche Dinge dort erfahren. 10 Lernpunkte kostet das. Wird wohl nix. So, aber hier in der Pharios, den kann ich da schon mal die 2 geben, die ich habe. Wegen der fehlenden Ornamente. Wegen der fehlenden Ornamente. Ja? Ich habe sie gefunden. Das ist großartig. Eins fehlt jetzt noch. Dann haben wir sie alle zusammen. Hier, ich kann dir für deine Mühen einige Goldmünzen geben. Jo, danke schön. 200 Gold, okay. Also einer fehlt noch. So. Wir brauchen viel zu viele Lernpunkte für viel zu wenig Sachen, also wir brauchen viel zu viele Lernpunkte für viel zu viele Sachen und bekommen aber nur viel zu wenig. Und das finde ich irgendwie ein bisschen heftig, dass man zumindest am Anfang nicht alles skillen kann. So. Aber ich finde das aber auch wiederum gut, denn man muss sich dann auch Gedanken zu machen, für was man seine Punkte da investiert. Wir haben Fehler gemacht, also ich habe den Fehler gemacht, dass ich ein paar Sachen falsch investiert habe zu Anfang. Was ich nicht brauche, wie zum Beispiel Fell abziehen und so weiter, weil ich an Geld gedacht hatte. So, weil wir so viel Geld brauchten. Aber nee, wir waren ja bei Harad ja eingestellt als Auszubildende, ne? Und das wäre eigentlich so gewesen. Da hätten wir so einfach so viel Geld verdienen können. Aber egal. Haben wir jetzt falsch gemacht. Können wir nicht mehr wieder zurück, leider. Und ich speichere noch einmal und sehe zu, dass wir gleich da hinten irgendwo den nächsten Suchenden ausschalten, der hier irgendwo warten soll. Der müsste gleich da vorne irgendwo sein. Ich bin mir da sicher, dass der irgendwo hier wartet. Da oben vielleicht? Ich sehe den noch nicht. Ich sehe den wirklich gerade nicht. Wo ist denn der? War der nicht immer hier einer? Ich sehe da aber was ich nicht eingesammelt habe. Ein Blauflieder.
Schon komisch, dass ich da jetzt nichts eingesammelt habe. Und dass hier jetzt auch keiner ist. Kein Suchender. Gar nichts. Hier ist sonst auch keiner mehr. Irgendwie nicht, nee. Komisch. Obwohl gleich da vorne könnten ja welche sein. Ich speichere nochmal. Weil hier könnte doch vielleicht irgendwo noch einer rumlungern. Wo ich den nicht sehe. Okay, Höhle entdeckt. Oh, und Fleischwanzen. Nice. Also die Punkte nehme ich auf jeden Fall mit. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. So, gibt's hier sonst noch was? Okay, interessant, dass wir die Höhle übersehen hatten. Speichern noch einmal, während wir hier drinnen sind. Hier sind aber auch so viele Höhlen. Okay. Und da sind Goblins. Goblin-Krieger, was? Hallo? Der muss mich aber auch... Komm. Das ist doch nicht sein Ernst. So. Alle erledigt. So, nochmal hier. Da. Und noch ein Lederbeutel und auch noch ein bisschen Fleisch. Steintafel. Einmal speichern, weil wir das überlebt haben. Ah, hier ist nichts mehr. Okay. Ein Dolch. So, erstmal alles mitnehmen wir. Aber durch die Tür kommen wir jetzt irgendwie nicht, oder wie? Okay, anscheinend kommen wir da nicht durch.
Also, das heißt dann, wenn wir hier weitergehen und bevor wir den nächsten Suchenden treffen, müssen wir uns einmal kurz heilen. Der schwarze Troll ist tot. Alle Achtung. Hätte nicht gedacht, dass man die überhaupt töten kann. Das werde ich mir merken. Jo. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass er mir dazu noch was sagt. So, warte mal. Speicher einmal. Ich möchte wissen, wohin dieser Weg hier genau führt, die Brücke. Das möchte ich mir ansehen. Sehr wahrscheinlich gehen wir drauf, aber ich will es mir trotzdem ansehen. Irgendwo wird das ja wohl hinführen müssen, ne? So, da haben wir noch eine Statue Belias. Und ach so, nee, hier ist ja kein Drache oder sonstiges. Hier war ja so anderes Zeugs, sagen wir so. Waren wir nicht hier? Hier war doch auch vielleicht sogar mal eine Höhle, oder? Ja, hier. Stimmt, die Höhle, da waren wir schon mal. Wo die Minecrawler waren. Tempel-Minecrawler. Oder, ne, Minecrawler-Warrior waren hier. Und genau, hier sind wir. Stimmt, da war ja was. Ich hatte gedacht gehabt, das wäre der, keine Ahnung, warum, wie ich auf diese Idee kam, dass hier sowas wäre. Kann auch sein, dass das hier die Höhle war, wo diese Schattenkrieger waren. Feuernessel. Sonst ist hier nichts. Noch eine Feuernessel. Okay, also ich habe mich geirrt. Hier waren wir ja schon mal. Wusste ich halt nur nicht mehr, dass wir hier schon mal waren. Und noch eine Heilpflanze. Und davon auch noch eine. Hier auch. Oder kann es sein, dass es nur dieser eine einzige Drache ist? In im alten Lager. Ne, im neuen Lager. Entschuldigung, im neuen Lager meine ich. Dass es nur diesen einen Drachen gibt. So, hier dürfte ja auch nichts mehr sein. Wie sieht es jetzt eigentlich mit den Punkten aus? 108.000 von 115.000 haben wir. Schon mal etwas. So, ich gönne mir den. Rohes Fleisch lassen wir, aber ich gönne mir jetzt mal den Schinken. So, 23 Bier. Was soll ich mit so viel Bier? Aber komm, okay, gönnen wir uns jetzt mal. Ein dunkles Paladiner. Weil so viel Bier brauche ich echt nicht. Hat es sonst noch irgendwelche Auswirkungen oder
Ich finde das krass, dass wir jetzt 23 Bier einfach so wegkippen. Ah, die brauchen wir zu lange. Da ist die Animation zu lange. So, aber ich kann Wanzenfleisch mal auch noch gönnen. So. Und das nochmal speichern. Dann gehen wir mal weiter. So, wir sind auch schon gleich da. Ja. Irgendwann da hinten ist schon dann der nächste Stonehenge. Oh, Firecloud. Okay, das knistern wieder. So, stimmt. Das eine Steinkreis ist ja hier jetzt rechts. Wir müssen aber weiter geradeaus. Da hinten. Ist das eine Ding? Alter! Weck mich so, das war sehr laut. Okay, da vorne haben wir den ersten Suchenden. Warte mal, wo führt das denn hin? Wo führt das denn hin? Speicher mal, bevor wir da reingehen. Komm. Nichts zu plündern. Schade. Das wäre schön gewesen. Ich höre da was, was mir Sorgen macht. Ich gehe aber erstmal diesen Weg. Greift er mich jetzt ernsthaft von hinten an? Okay, jetzt habe ich erstmal wieder Ruhe. Komm, erstmal den Fisch und den Käse. Genauso wie die Blauflieder. Alter, wie viel müssen wir fressen? Wir müssen deutlich mehr Heiltränke kaufen. Und auch nutzen. So, nochmal speichern und dann gehen wir wieder rein. So, komm. Jo, auch 300. Komm. Nein. Okay. Machen wir den fertig. Das war doch ein bisschen zu stark gerade. Die sind aber auch schon stark. Aber ich bin auch stark. Ich bin nur nicht gut genug gerüstet. Ah, okay.
Okay, so geht das. So, nochmal speichern. Dann können wir den da fertig machen. Alter. Okay. Hat geklappt. So, nochmal speichern. Ich gehe jetzt vorsichtshalber mal einfach rein, um zu gucken, was da auf uns zukommt. Da ist rotes Licht. Hat mir Sorgen bereitet. Hier ist sonst nichts. Geh mal zum roten Licht. Ich will wissen, was da ist, was da auf uns zukommt. So, wenn wir die Truhe... Okay. Alter, wie viel Gold? Oder ist das rote Licht von oben? Sind wir jetzt... unter den Suchenden, die da irgendwie ihren Zauber machen. Ich glaube schon. So, hier ist sonst gar nichts. Ja, ich glaube, das hat mit den Suchenden oben zu tun. Wo wir hier sind. So, wenn ich jetzt nochmal das hier gönne. Alter. Ich verbrauche einfach zu viel. So. Ich weiß nicht, wie viel ich hier noch essen soll. Ich gehe jetzt mal in die Richtung. Das wären meine Punkte, glaube ich, gewesen. Bolzen. Okay, nice. Mehr hat der nicht. Ach so, das war's. Okay, nice geraten auf jeden Fall. So, das heißt dann eigentlich, wenn wir jetzt nach oben gehen, müssen wir die Suchenden da mal ausschalten und das Auge Innos da mal rausholen. Könnten wir ja auch noch machen. Ne, warte mal, wir müssen nach unten, hier die Treppe hier runter und den Weg. Steinkreis müsste da vorne. Das ist der Steinkreis. Jetzt ist die Frage, sind hier Gegner, die uns gefährlich werden könnten, jetzt auf der Stelle? Also hier ist kein... Ne? Was? Kräuter. Die nehmen wir mit. Snapperkraut. So, noch ein Schalter. Alle Schalter einmal müssen wir betätigt haben. Und die Steintafel müssen wir auch noch mitnehmen. Kronstöckel, nice. Oh, da. Da haben wir noch einen Schalter. Zu weit entfernt.
bekommen. Ja. Aber nur 180 Punkte. Ich glaube, mehr gibt's hier nicht. Und Kräutern. Okay, dann machen wir uns in der nächsten Folge auf den Weg zu Nefarius. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.